und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Batman Metal Heft Nummer 3 und die sechste Waffe Band Nummer 1, mit dem wiederum ich anfangen möchte. Die ganze Serie ist erschienen beim Alpha Lamp, im kleinformatigen Hardcover, und ist eine Serie, die wiederum vom guten Kyle Mann geschrieben wurde. Kyle Mann ist ja so ein Autor, der hat mir an Deadpool so mittelmäßig gefallen, muss ich sagen. Das sind zwar mit die besten Sachen, die ich an Deadpool gelesen habe, aber Deadpool ist ja so eine Figur, der jetzt nicht so viele gute Sachen hat, weswegen da mit das Beste nicht so viel zu bedeuten hat, und es war, sage ich mal so, Durchschnittskost, die man nicht in der Sammlung haben muss, die man aber sich angucken sollte, wenn man Bock hat, was von Deadpool zu lesen. Und auf der anderen Seite hat der Titel wie Sinestro geschrieben, was mich absolut von den Socken gehauen hat und während dieser ganzen DCU-Zeitphase mit das Beste war, was DC Comics rausgebracht hat, und was mich hat darauf neugierig werden lassen, was der gute Kyle Mann denn im Independent-Bereich so abreißen kann. Allerdings sind mir so gar keine Titel von Kyle Mann bekannt, wenn es irgendwie um den Independent-Titel geht, und da hat mir mittlerweile vor bestimmt 2 Jahren mein Freund den ersten Band von der sechsten Waffe geschickt, und der wiederum ist bei mir total untergegangen in meinem Lesestapel-Chaos, und ich habe den zwar nicht ganz vergessen gehabt und immer wieder auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie immer andere Sachen gehabt, die bei mir ein bisschen höher in der Priorität lagen zu dem Zeitpunkt, weil sie irgendwie aktueller gewesen sind und ich wieder was für YouTube haben wollte und das und jenes, und der ist irgendwie immer untergegangen. Dann ist der Band nicht in Vergessenheit geraten. Ich hatte den sogar das letzte Mal für mein Kanalbild hier in der Hand. Da habe ich ja diese coole Rapper-Pose gemacht, wo es so tut, als wenn ich so ein Bündel Geld in der Hand hätte, Lust, dass das in dem Fall Comics sind. Und dabei wiederum war sogar der sechste Band, beziehungsweise die sechste Waffe, das letzte Mal in meiner Hand. Haben dann wieder in den Lesestapel reingesteckt und habe seitdem irgendwie den Band nicht mehr angerührt. Und dann wiederum hatte der Alpha-Lack mir so ein kleines Überraschungspaket geschickt gehabt, nachdem ich da ein Band als Rezensionsexemplar bestellt hatte. Und in diesem Überraschungspaket wiederum war wieder die sechste Waffe drin. Und ich habe ihn auf einmal 2-mal hier liegen gehabt und habe immer noch nicht gelesen. Und das, obwohl Kyle Mann mittlerweile ein Autor ist, von dem ich jetzt richtig Bock auf eine Independent-Serie habe. Und habe den dann bei meinem Lesestapel von den Alpha-Lack-Sachen wieder so ein bisschen weiter unten eingestuft, weil ich dann doch erstmal Bock hatte, mir Hellblair reinzuziehen und noch 1-2 andere Titel, die ja hier neben mir auf dem Lesestapel liegen. Und dann wiederum habe ich einen Kommentar bekommen unter meinem Lesestapel, der mittlerweile schon bestimmt 2 Jahre alt ist, wo ich darauf angesprochen werde, wann ich dann endlich mal die Review von der sechsten Waffe mache. Der Kommentar kam vom guten Comic-Leidenschaft 616, der dann auf seinem Kanal kurzerhand selber einfach eine Review hochgeladen hat und hat das ganze Ding so abgefeiert und das ganze Ding hat so danach gerufen, dass es jetzt endlich von mir gelesen wird, dass ich mich dann jetzt tatsächlich mal drauf gestürzt habe. Und dazu kommt dann tatsächlich noch ein weiterer Faktor, dass ich vor ein paar Tagen oder beziehungsweise das letzte Video, was ich veröffentlicht habe, vor 3 Tagen war meine Review zu Badlands, was wiederum mein Western gewesen ist, wo ich sogar noch darum gebeten habe, dass wenn ihr irgendwelche Western-Empfehlungen habt, die doch bitte in die Kommentare reinballert. Hat mir tatsächlich keiner was vom Western empfohlen, aber passt ja in dem Fall komplett zu die sechste Waffe, weil ich das zu dem Zeitpunkt wieder nicht auf dem Schirm hatte. Das ist unglaublich, dieser Titel, der ist irgendwie immer unter meinem Radar, obwohl er mir die ganze Zeit an den Kopf geballert wird, und das habe ich ihn endlich gelesen, und was soll ich sagen, das Ding ist der absolute Knaller, und das ist wieder so einer der Titel, die holt man sich oder beziehungsweise bekommt man irgendwie 5-mal in den Kopf geschmissen, und die gehen im Lesestapel unter, man hat Bock, die zu lesen, liest sie nicht, und wenn man sie dann liest, fragt man sich, wie man die ganze Zeit eigentlich aushalten konnte, dass er da die ganze Zeit im Griffweite war, sogar noch für der Kanalfoto in die Hand genommen wurde und die ganze Zeit irgendwie allgegenwärtig gewesen ist und trotzdem nicht gelesen wurde und dann so krass geil geschrieben wurde. Kyle Mann hat sich nämlich komplett ausgetobt. Das ist das erste Mal, dass Kyle Mann, wie gesagt, an einen Independent-Titel erlebe und er ist halt nicht irgendwie unter dem Fesseln des Haus der Ideen oder irgendwie gefesselt bei DC Comics, wo er gewisse Beschränkungen hat mit die ganze Serie, mit den anderen Superhelden-Titeln funktioniert. Er kann halt machen, was er will, und wenn er machen kann, was er will, mixt er halt Genres. Also zumindest hat er das bei den Dingen gemacht. Weil die sechste Waffe ist eine Mischung aus Western, Horror und Fantasy. Und das Ganze gezeichnet von guten, ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, wie er heißt, Brian Hurd. Und Brian Hurd ist wiederum ein Zeichner, der hat so eine Mischung aus, sag ich mal, Superhelden-Mainstream, der so ein bisschen, wirklich nur so ein kleines bisschen ins Cartoonige reingeht, was allerdings seine einzelnen Figuren extrem charmant wirken lassen und die einzelnen Szenen, wo dann halt die ganze Sache ein bisschen hektischer wird, extrem dynamisch daherkommen lassen, weswegen er halt der perfekte Zeichner für diesen Genre-Mix ist, weil sein Zeichenstil ja auch irgendwie so ein ganz leichter, wirklich nur ein ganz leichter Genre-Mix ist, war das für mich die komplett perfekte Untermalung. Ich muss sagen, dass durch die Kolorierung und des Zeichenstils so ein bisschen das Horror-Feeling verloren gegangen ist, was aber nicht weiter schlimm ist, weil ich gar nicht weiß, ob der gute Kyle Mann hiermit so unbedingt, auch wenn es ein Horror-Comic ist, aber ich weiß nicht, ob da wirklich gewollt ist, dass da diese pure Horror-Feeling rüberkommt, wie bei so Titeln wie, ich muss gerade mal kurz wie Witches zum Beispiel, wo das Horror-Feeling recht gut rübergekommen ist. Es ist halt, sag ich mal so, low von Horror-Feeling her, aber er hat unglaublich tolle Einfälle mit Horror-Figuren, die umzusetzen setzen und das Ganze dann halt auch so eine tatsächlich nicht ironische Art und Weise, aber trotz dessen wirkt das Ganze so ein bisschen, kommt das Ganze teilweise mit so einem kleinen ironischen Beiton daher, wo ich auch nicht weiß, ob
das so gewollt ist, was auch wiederum an den Zeichnungen liegen kann, wo ich an der Stelle unbedingt nochmal erwähnen muss, dass der gute Brian Hurt da von der ersten bis zur letzten Seite einen richtig guten Job abgeliefert hat. Das ganze Szenario dreht sich um den guten Humi, wo ich echt nicht weiß, ob der Humi ausgesprochen wird. Da wird auf jeden Fall H-U-M-E geschrieben und wenn einer weiß, wie es ausgesprochen wird, bitte schreibt es mir mal so in die Kommentare, wie man es im Deutschen aussprechen würde. Aber ich meine, würde Humi oder wird da einfach nur Hami ausgesprochen, weil das U ja auch oft die A ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich finde Englisch und Namen, das sind drei Sachen, die gar nicht funktionieren. Deswegen sagen wir an der Stelle einfach mal den Rest des Videos Humi. Auf jeden Fall dreht es sich um den guten General Humi. Der wiederum war ein General gewesen, einer der Kriege, hat dann eine Armee aufgebaut von Ganoven, die er wiederum mit Waffen ausgerüstet hat. Und diese Waffen wiederum waren belegt mit schwarzer Magie. Dann kam es dazu, dass der gute Humi zum Fall gebracht wurde, der zwar nicht wirklich sterben konnte, weil er halt so voll mit Magie war, weswegen man halt hingegangen ist, ihn komplett gefesselt hat, in einen Sarg reingesteckt und das Ganze bei irgendwelchen Mönchen irgendwo in die Berge gestopft hat. Das ist das, was diesem Band vorausgeht. Der ganze Band fängt damit an, dass man dann die gute Witwe vom Humi sieht, die wiederum ganz viele Leute damit beauftragt hat, die ganzen Waffen, die der gute Humi gehabt hat, was halt 6 an der Zahl gewesen sind, wieder zusammenzusammeln, mit sie halt, wenn der Humi von den Toten wieder aufersteht, halt direkt die Waffen am Start hat, damit er dann die Welt erobern kann oder was auch immer die Pläne da in diesem Fall sein sollten. Allerdings gibt es auf der anderen Seite natürlich dann einen Gegenspieler. Das wiederum ist der gute Drake Sinclair, den man auch direkt am Anfang des Bandes so nach 2-3 Seiten kennenlernt, der wiederum ein, was für ein Verhältnis der zu dem guten Humi hat, lasse ich an der Stelle einfach mal weg. Es gibt auf jeden Fall den guten Drake Sinclair, den man dann an einer anderen Stelle sieht, der wiederum an einem Baum ist, an dem wiederum ganz viele Geisterleichen-Zombies aufgehangen sind, die einen wiederum Geheimnisse verraten, wenn man eine Karte gefunden hat, mit der man wiederum den Weg zu diesen Geister-Zombie hängenden ehemaligen Cowboys findet. Extrem cool in Szene gesetzt und das ist so eine Szene, die ich damit meine. Es ist so voll das Horror-Setting. Das ist halt ein Baum mitten in der Nacht in der Wüste. Ein Cowboy steht davor und redet mit irgendwelchen Leichen, die sie selber aufgehangen haben. Da das Ganze aber mit so ein bisschen Wortwitz daherkommt und diesen Zeichenstil hat, kommt die ganze Szene halt nicht horrormäßig rüber, sondern mehr charmant, was allerdings den Titel komplett zugute kommt, weil halt jeder Charakter extrem charmant wegen dieses Zeichenstils irgendwie daherkommt. Also ihr merkt schon, ich bin ein extremer Fan von diesen Zeichen. Ich muss gucken, was der gute hört, noch gezeichnet habe, weil das tatsächlich ein Zeichner ist, den ich im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm hatte, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so krass eingehen. Auf jeden Fall sieht man ihn, wie er dann halt die Geister befragt, die an diesem Baum hängen, wo dann die 6. Waffe ist und auf der anderen Seite sieht man halt das Szenario, wo gerade die 6. Waffe ist und sieht, was mit der 6. Waffe gerade passiert. Die 6. Waffe wiederum ist im Besitz von dem Herrn, der halt damals den guten Humi zum Fall gebracht hat und ihn diese Waffe abgenommen hat. Der gute Herr ist mittlerweile extremst gealtert und lebt in einer Hütte und wird von seiner Stieftochter gepflegt, die total traurig darum ist, dass ihr Stiefvater bald sterben wird. In seinen letzten Atemzügen, also er merkt schon, dass er am Sterben ist, sagt er seiner Tochter noch, pass auf, ich habe hier diese Waffe, wenn du sie bekommst, bitte berühre sie nicht, ich wickel sie in ein Tuch ein, bring sie in den Schließfach und lass sie komplett außer Acht, du sollst mit dieser Waffe nichts zu tun haben. Sie versteht das ganze Szenario nicht, weiß nicht, was er da von dieser Waffe erzählt und in dem Moment guckt er schon so komisch, schießt irgendwie durch die Tür durch und bemerkt, dass gerade das Haus belagert wird von den Leuten, die Witwe geschickt hat, weil sie halt wiederum in den Besitz dieser Waffe bekommen möchte und gerät dann direkt in den Kampf rein mit der Truppe, stirbt dabei und die gute Tochter von, oder beziehungsweise die Stieftochter von ihm, berührt dann wiederum die Waffe und wird somit die Eigentümerin der Waffe, weil die ganzen Waffen haben den Faktor, dass wenn man sie anfasst, dass sie dann kein anderer mehr nutzen kann und dass man die Waffe dann erst wieder im Besitz jemand anderes bringen kann, wenn man den derzeitigen Besitzer halt umbringt. Das sorgt dann dafür, dass dann halt das gute Mädel von der Truppe gefangen genommen wird und erstmal komplett als Geisel mitgenommen wird, bis der gute Junge halt von dem Tod wieder aufersteht und dann halt sie zu Tode quälen kann, weil eigentlich wollte er sich an ihren Stiefvater rächen und sie wird dann halt gefangen genommen und ist dann irgend so ein Kerker. Die Geschichte kreuzt sich dann irgendwann mit dem guten Drake Sinclair, wann und wo möchte an der Stelle nicht spoilern und nimmt hier und da noch eine krasse Wendung und kommt mit ein paar richtig coolen Szenen daher. Wie gesagt, das Ganze extrem gut gezeichnet und einer der erfrischendsten Titel, die ich glaube ich dieses Jahr gelesen habe. Ich freue mich schon tierisch auf den nächsten Band, den ich Gott sei Dank schon hier auf dem Lesestapel liegen habe. War auch ein Geschenk von einem Kumpel, der mir den ersten Band auch geschenkt hat. Und den 5. wiederum habe ich auch geliehen. Der war mit dem Überraschungspaket von Alpha lag drin. Ich denke, den 3. und 4. werde ich mir dann kaufen, wenn der 2. mir ausruht, gefällt wie der 1. Und ich würde den Ding so eine 8 von 10 geben. Es wäre sogar eine 9 von 10 drin. Da es allerdings der 1. Band ist und die Serie sich noch so ein bisschen entwickeln muss und ich mir noch ein bisschen Platz nach oben lassen möchte. Wie gesagt, an der Stelle nur eine 8 von 10, weil an der Stelle muss ich sagen, nur 8 von 10, weil 8 von 10 ist eigentlich eine gute Bewertung. Aber das Ding war so gut, hat mir so gut gefallen und ich freue mich tierisch auf den nächsten Band, den ich wahrscheinlich kurz nach diesem Video hier lesen werde.
Und dann geht's weiter mit Batman Metal Heft Nummer 3. Also Batman Metal, über das Event kann man sich ja, was heißt streiten, aber man kann über das Event diskutieren, welches Heft besser ist, welches schlechter ist, welches Tie-In nötig gewesen ist, welches Tie-In nicht nötig gewesen ist. Aber es gibt eine Sache, wo man sich nicht drüber streiten kann, und das habe ich im Vorfeld schon in den Kommentaren mitbekommen. Und das ist de facto der Fakt, dass Batman Metal Heft Nummer 3 der absolute Höhepunkt bis jetzt für mich ist. Viele sagen vom ganzen Event, ich kann es noch nicht beurteilen, weil ich erst bei Heft Nummer 3 angelangt bin, aber so viel kann ich sagen, Batman Metal Heft Nummer 3 ist eins dieser Hefte, von dem man wahrscheinlich noch in 20 Jahren reden wird. Und das habe ich jetzt lustigerweise, ich glaube, innerhalb von locker einem Monat dreimal gesagt, weil das habe ich zu Batman Heft Nummer 18 gesagt, was da hinter mir steht, was ich mir zu meinem normalen Cover nochmal als Variant-Cover gekauft habe, weil ich das selbst so fett fand. Und das habe ich auch bei Batman der Dunkle Prinz gesagt, wegen dem überraschenden Ende und der super tollen Thematik. Und Batman Metal Heft Nummer 3 ist auch eins dieser Hefte. Also ich kann euch jetzt schon meine Top 3 dieses Jahr in Comics verraten. Also es werden definitiv drei Batman-Comics sein. Es ist unglaublich, wie fett diese drei Hefte gewesen sind. Und das für mich als absoluten Batman-Fanboy, wo ich den eh abfeier, dass ich als meine Lieblingsfigur eine Figur erwischt habe, die halt so viele gute Comics bekommt. Aber weg vom Fanboy-Gerede und jetzt erstmal auf die Review gestürzt. Und zwar geht es hier drin halt um den ersten US-Heft und um die Region vom guten Barbatos, der Hauptgegenspieler aus dem ganzen Batman-Metal-Event ist und der Anführer der verschiedenen Batman aus dem Dunkeln und Multiversum. Und der wiederum ja so eine Mischung aus Batman und Joker ist. Zumindest lasst das das Charakterdesign vermuten, weil man halt diese Joker-Fratze unter dem Batman-Cape sieht. Und hier bekommt man jetzt halt, wie gesagt, die komplette Origin von ihm geliefert. Und die wiederum ist von Scott Snyder so unglaublich gut geschrieben, dass es seinesgleichen sucht. Scott Snyder ist für ein Autor, ich sage es immer wieder und werde es wahrscheinlich auch noch 100.000 Mal sagen, wenn ich noch 100.000 Videos machen werde über Batman, dass Scott Snyder ein Autor ist, den ich sehr mochte an den New 52, der allerdings so viel, was heißt so viel, aber der halt so krass anders war wie Grant Morrison, den ich im Vorfeld so abgefeiert habe, dass der ganze Run von dem guten Scott Snyder für mich so ein bisschen blass gewesen ist. Er hatte absolute Höhepunkte, aber einer der Höhepunkte für mich tatsächlich war Batman, der schwarze Spiegel, und der wiederum ist vor den New 52 erschienen, aber das wiederum ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gab es während des New 52 Runs seine Höhen und Tiefen, oder richtige Tiefen gab es nie. Es war immer gut. Manchmal sehr gut und immer gut, und Scott Snyder ist halt so ein Autor, der definitiv seine Berechtigung am Batman hat, und auch All-Star Batman, der erste Band und den zweiten Band, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Band schon gelesen habe. Ich glaube, den zweiten habe ich schon gelesen. Auf jeden Fall All-Star Batman von Scott Snyder hat mir auch richtig gut gefallen. Allerdings ist mein Höhepunkt von Scott Snyder, von allen Sachen, die ich bis jetzt von ihm gelesen habe, tatsächlich Batman Metal Heft Nummer 3. Weil er schafft einfach die komplett perfekte Symbiose zwischen Batman und Joker, und da merkt man halt der ganzen Sache an, dass er halt schon verdammt viel mit dem Joker geschrieben hat und dass er viel mit Batman geschrieben hat, weswegen er sich mit den beiden Charakteren halt sehr gut auskennt, weil er sich mit beiden Charakteren sehr gut auseinandergesetzt hat. Und Scott Snyder hat ja auch gesagt, dass Batman Metal so das Event ist, was er so schreiben möchte, als wenn er nie wieder einen Superhelden-Titel schreiben würde und halt alles abreißt, was er jemals vorgehabt hat. Und das scheint in dem Fall definitiv die Fusion zwischen Batman und Joker zu sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Idee mit diesem Charakter so schnell über den Zaun gebrochen wurde, weil es wirklich gut geschafft hat. Und zwar sieht man den Höhepunkt, das Ende des Kampfes zwischen Batman und Joker. Batman liegt gefesselt in der Crime Alley, die Straße, wo die Eltern von ihnen erschossen wurden. Und Joker steht feiernd vor ihnen mit einer Waffe in der Hand. Ganz Gotham City ist am Brennen, weitere Bomben gehen hoch und Joker hat den Kampf scheinbar gewonnen. Das Ganze spitzt sich schon noch weiter zu, in dem Fall, wo dann so ein anderer Blickwinkel ist. Und man sieht, dass da so eine richtig krasse Aufreihung von jeweils immer zwei Elternpaaren und ein Kind in der Hand in der Mitte stehen, wo der Joker halt hingeht und jeweils immer die Eltern abknallt, was halt eine Anspielung auf die Origin von Batman ist und extrem bizarr daherkommt. Und obendrauf wiederum werden dann die Waisen, die zurückgelassen werden, in kleine Jokers verwandelt und werden direkt extrem verrückt durch das Joker-Gas und unter Drogen gesetzt. Und das Ganze ist so bizarr, wie es auch nur bizarr sein kann. Batman, da mit seinen letzten Kraftreserven, schafft es sich irgendwie aus dem Fesseln rauszureißen, bricht den Joker das Genick, bricht mit seiner Regel, jemanden zu töten. Allerdings gibt es jetzt mittlerweile schon zwei Batman-Stories, in denen er den Joker getötet hat. Einmal in der Dark Knight Returns und jetzt hier, aber es waren noch beide Situationen, wo es bitter nötig gewesen ist, den Joker zu töten. Und auf jeden Fall in dem Moment, wo der Joker halt das Genick bricht, atmet Joker noch ein Gas aus, was wiederum Batman einatmet und sich ab da in eine Art Joker verwandelt, und das auf extrem bizarre Weise. Es fängt noch so leicht an, dass er in ein, zwei Situationen lacht, wo man eigentlich nicht zu lachen hat, und mündet da drin, dass er dann halt Teile von der Superheldengemeinschaft am Abschlachten ist, regelrecht, die Justice League hintergeht und, weil ich an der Stelle nicht wegspoilern möchte, und Batman Metal Heft Nummer 3
ist richtig krass. Richtig geil gezeichnet vom guten Rosmus, der wiederum ein Zeichner ist, den ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe, der mir allerdings extrem gut gefällt. Ich glaube, ich kann an der Stelle leider nur sagen, ich glaube, weil ich im Vorfeld nicht nachgeguckt habe, der gute Herr müsste auch Batman the Shadow gezeichnet haben, zumindest erinnert der Zeichenstil mich extrem an Batman the Shadow, und wenn ich dran denke, werde ich es euch in die Beschreibung reinschreiben, und wenn ich nicht dran gedacht habe und ihr schneller sein solltet, bitte schreibt ihr das dann unten mal in die Kommentare rein, für die Leute, die das aus dem Kopf wissen, weil der Zeichenstil erinnert mich sehr daran. Extrem fettes Heft, also es ist so ein fettes Heft, und das kann man auch gelesen haben, wenn man nichts im Vorfeld gelesen hat und wenn man nichts im Nachhinein lesen möchte, wenn man das zweite US-Heft ignoriert, was hier drin veröffentlicht wurde, und man sich wirklich nur auf das erste US-Heft stürzt. Das zweite US-Heft hier drin führt dann Batman Metal weiter, was ich an der Stelle aber nicht weiter erörtern möchte, damit ich nicht alles von Heft vorwegnehme, und kann nur sagen, Batman Metal Heft Nummer 10 oder beziehungsweise Heft Nummer 3 ist sowas von eine 10 von 10, wie eine 10 von 10 nur eine 10 von 10 sein kann, und ist eins der drei Batman-Hefte, die man dieses Jahr definitiv gelesen haben müsste. Und bitte ballert eure Meinung nochmal zum 100.000. Mal hier in die Kommentare rein. Wird ja noch der Letzte, der dieses Video guckt und sich noch umschüttelt, ob er sich dieses Comic kaufen sollte und dann noch in die Kommentare blättert, sieht, dass man dieses Comic unbedingt haben sollte, weil es der absolute Knaller ist. Wie gesagt, nutzt die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!